Moin ihr Lieben, Stefan und Larissa vom Weekend Warrior Shop. Wir sind dieses Wochenende auf MUBG für euch unterwegs. Stefan, was geht dir dieses Wochenende? Ja, United Big Game Malwinkel, quasi wo auch das OBS, die Dark Emergency und so stattfindet, das legendäre Eventgelände. Und wir sind jetzt zum klassischen Hopper Big Game hier, schauen uns das Ganze mal an, spielen auch mit und fangen für euch mal das UBG ein, dass ihr einfach mal wisst, was geht, was erwartet mich da und was ist besonders an diesem Event. Viel Spaß euch! Paddy? Ja? Schon aufgeregt? Was ist heute dein Ziel? Ziel habe ich nicht. Mein Ziel ist Spaß haben, UBG, endlich mal wieder mit dem Hopper zocken. Ich habe meine alte Geo ausgepackt, die habe ich da hinten irgendwo. Ich habe richtig Bock. Bisschen schießen, das wird ein schöner Tag. Richtig schön. Und Stefan, bei dir, was hast du für ein Gear heute so mitgebracht? Fürs UBG Big Game mal wieder was ganz anderes. Klassische Maske natürlich. Ich habe meine EMF Special Edition Boxrotor rangebaut. Mit dem Upgrade-Kit, dass der auch mit der EMF läuft. Also es ist einfach nur ein LTR-Motor, den man da drin hat. Und kann dann richtig Gas geben. Mamba-System, 1,1 Liter Flasche von Power hinten drin und Ninja Mamba. Wie viel passen da rein? 375 mal Liebe. Hat er abgezählt? Habe ich. 2, 3 habe ich auch schon über den Kroni genascht, aber läuft bei mir. Moin, wir haben hier den Ken. Hi. Hallo. Du organisierst hier das Ganze. Kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen, im wievielten Jahr seid ihr? Also wir sind im dritten Jahr jetzt. Mhm. Und wir befinden uns hier gerade auf dem UBG in Malwinkel. Und ich bin der Organisator vom United Big Game aktuell, der Head-Orga sozusagen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Event zum Laufen zu bringen. Dass wir die Schwierigkeiten, die wir jetzt zuletzt hatten, auf jeden Fall abstellen. Okay, in welche Richtung oder wenn du sagst Probleme abstellen, wo soll es hingehen, was soll besser und positiver werden noch? Also wir haben jetzt schon erstes Resümee, wir haben uns schon in den Punkten verbessert, die wir der Community schuldig sind, die ja primär Sanitäreinrichtungen, Luftanlagen und die Paint ausmachen. Und auch in vielen anderen Bereichen haben wir uns deutlich verbessert. Wir sind absolut hinterher, wir sind sehr engagiert und wollen natürlich auch, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und dass wir hier einfach in Malwinkel dieses schöne Spielfeld zelebrieren können. Und über das Game an sich, wie funktioniert das Ganze hier für die, die noch nie hier waren und wissen wollen, was hier abgeht? Also es ist so, dass wir 2 Spieltage oder vielmehr 3 Spieltage haben, an dem der Donnerstag einen freien Spieltag darstellt. Der Freitag und der Samstag sind dadurch geprägt, dass eben Missionen stattfinden, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Und dann ja, die Generäle da ihre Truppen in die Schlacht führen, möchte ich es mal ausdrücken. Klingt richtig gut. Stefan, deine Fragen? Also meine Frage ist, Generäle, wird halt quasi Team Rot und Team Blau jeweils von einer Person geführt oder wie läuft das genau ab? Also es ist so, dass wir den Generalstab haben, quasi, der gestellt wird durch 2 Generäle, den Hauptgeneral, bei Team Blau ist es General René, als auch den stellvertretenden General, den General Abex bei Blau, als auch bei Rot dann den John und General Tammy. Es ist so, dass diese Generäle ihre Unterführer haben, die wiederum Missionseinheiten anführen, die wiederum Spezialfähigkeiten haben, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden dürfen. Und die organisieren sich selbst, machen und tun und führen dann ihre Leute da draus. Ja, es gibt Meetings morgens, da organisieren die sich, da besprechen die ihre Missionen und bereiten sich dann auf das Geschehen da draußen vor. Das muss ich sagen, kenne ich noch von damals vom EBG, da haben wir mal mit den Berserk Vikings waren wir unterwegs, weil hier Locke, ihr kennt ihn ja von unserem, wo wir mal seinen Waffenkeller angeschaut haben, da seit Jahren unterwegs war und haben dann quasi mit den Berserk Vikings da 3, 4 Häuser geräumt. Super witzig, weil du quasi diese Missionen spielen konntest, musstest es halt nicht. Habt ihr das so beibehalten? Also ich kann Missionen spielen oder ich kann halt auch so mein eigenes Ding machen? Also ich habe jetzt schon vorweg genickt. Es ist so, dass ich selbst ja jahrelanger EBG-Spieler bin, seit 2009, damals noch auf dem alten Feld. Und wir haben viel der Konzeption vom EBG übernommen. Ja, wir haben uns selbst immer sehr wohl in diesem Umfeld gefühlt und wie sich das Spielgeschehen, wie das Spielgeschehen stattgefunden hat. Und für uns gab es keinen Grund, etwas gänzlich Neues zu erfinden. Das Rad kann man hier an der Stelle sowieso nicht neu erfinden. Wir fanden diesen Spielmodi ziemlich cool und haben ihn auch an der Stelle übernommen. Also du hast vollkommen recht daran. Ja, finde ich sehr schön. Was ich sagen musste, dieses Spiel mit dem Hopper ist halt was anderes. Okay, ich hatte jetzt ja Boxrotor. habt ihr auch einen großen Teil MacFeed-Leute bei euch?
Ja, wir haben jede Menge McFeed-Leute, die holen, können sich ihre First Strike dann abholen und können dann dementsprechend da draußen Rabouts machen. Es ist sogar so, dass wir zwei Teams haben, die als Scouts dienen, und diese Teams sind geprägt durch McFeed. Da ist an eben auch Voraussetzung, mit einem McFeed-Markierer eintreten zu können. Und ja, McFeed kommt hier auf seine Kosten. Ich persönlich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr vorbeigekommen seid, als dein Anruf kam. Fand ich mega geil. Ich verfolge euch ja auch schon lange Zeit, bin auch Abonnent und werde mir das Video selbst angucken. Und liken? Und liken natürlich, gar keine, und verteilen auch. Also von daher, mega cool, dass ihr hier seid. Ihr dürft euch herzlich willkommen fühlen, Stefan. Ja, sehr gerne. Toll. Vielen Dank. Ich danke euch. Toll. So, ich sitze jetzt hier mit Sebastian, wir haben ja richtig gefightet. Ich vorne ein bisschen rumgeballert und Monsieur hier, richtig geiles Sniper-Setup. EMF, so wie es scheint, One-Shot habe ich rausgehört, alles dabei. Ja, wie gefällt dir das heute? Ja, ich würde sagen, das war ein richtig geiles Event bisher. Letztes Jahr war es ein bisschen schwierig, aber im Gegensatz zu letzten Jahr, dieses Jahr top. Toiletten gut, Duschen gut, Leute gut, Stimmung gut, Essen geil und die Paint fliegt richtig gut. Ich habe auch schon gehört, die sollen richtig zugelegt haben, die Leute. Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Ich muss mal wieder aufmumpeln und dann holen wir uns noch ein paar. Was sagst du? Naja, aber auf jeden Fall. Bin ich voll mit dabei, du. In dem Sinne, läuft. Ciao. Wir waren jetzt ja eben die erste Runde spielen. Ich muss sagen, Loadout, Boxrotor, EMF geht halt richtig gut, also gar keine Probleme. Ich habe ja hinten noch diese 1,1 Liter Flasche drin. Dafür geht das Gunners-Pack halt richtig geil. Ist halt eine Umstellung, weil du ja häufig, du schießt halt gerade mit Paint und du schießt halt viel. Und dann hältst du so ein bisschen hoch, um die Leute im Bogen zu treffen. Manchmal hätte ich mir halt First Strike gewünscht. Aber dafür habe ich halt 2000 Schuss und kann halt richtig rumholzen. Ist halt auch geil. Ein Tag UBG, was haben wir heute, Stefan? Freitag, ne? Ja. Genau, Freitag heute Morgen angereist. Ich habe den ganzen Tag gespielt. Ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Ist halt Big Game, ne? Knallen zwei Fronten aufeinander, du kannst richtig rumballern. Nach langem mal wieder mit dem Hopper gespielt, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Viel Action, ja, wie sich das gehört, ne, für so einen Big Game Tag. Ja, das ist mein Fazit, ich als Spieler. Stefan, was hast du? Du hast ja auch kurz mitgespielt und dann dir alles angeschaut. Was sagst du? Also ich muss sagen, spielerisch, EMF, Boxrotor, auf alle Fälle legit. Manchmal hätte ich mir First Strike gewünscht, also wie ich schon mal zwischendrin gesagt hätte, hätte ich halt First Strike gehabt, also wäre ich länger hier, hätte ich halt auch First Strike gekauft und dann immer mal wieder First Strike mal mit Hopper gespielt. Auf alle Fälle super geil. Ich finde, man sieht so ein bisschen, dass das Event halt erst das dritte Mal stattgefunden hat, aber man sieht auch, dass sehr viele Leute damit sehr viel Herzblut bei sind und das Spielfeld im Malwinkel ist halt Bombe und ich glaube, die sind hier auf einem guten Weg. Also ich sehe da super viel Potenzial, was man noch so, also wo die schon viel machen. Ich war ja vorher noch nie da, aber das geht wohl hier straight forward, ne? Muss man sagen. Ja, Malwinkel geht halt immer, ne? Malwinkel ist halt eine Bank, das Spielfeld ist geil, da kannst du viel draus machen und die haben halt auch echt viel draus gemacht. Faire Games, die Marshalls haben sich gut gekümmert, die Orga war cool. Klar, der ein oder andere Kleinigkeit noch, wie gesagt, das dritte Mal. Aber auch, was die Leute so gesagt haben, durchweg positiv. Durchweg positiv, das muss man einfach so sagen, ne? Ja, also das muss man sagen, dass die Leute waren durchweg positiv. Ich habe noch eine ganze Zeit mit den Refs geschnackt, ich habe mit anderen Leuten geschnackt. Also alle sind dieses Jahr begeistert und ich habe halt keinen Vergleich. Aber ich muss sagen, das ist schon schnieke hier. Und machen wir nochmal, ne? Machen wir nochmal. Und wir wurden halt auch super freundlich willkommen geheißen. Also danke dann nochmal an Ken. Jo, bis dann, Leute, ne? Bis dann.